Herr Schneider, das Kommunalforum diesmal war überschrieben Wohnraum neu denken. Haben Sie so nach dem Abschluss dieses sehr reichen und informativen Tages einen Ansatz, wie Sie etwas neu denken könnten? Also zunächst einmal hatten wir, glaube ich, sehr übereinstimmende Ausgangsanalyse. Wir brauchen wirklich deutlich mehr Wohnraum. Und dann gab es verschiedene Ansatzpunkte dazu. Ich sag mal, die erste Erkenntnis war für mich, dass diese Herausforderung nicht neu ist. Die hatten wir schon mal in den 90er Jahren. Wir haben sie mit bestimmten Mitteln damals angegangen und gelöst, schnell. Das kann man auch heute. Da bin ich nicht pessimistisch. Aber es ist heute halt deutlich geworden, wir haben eine andere Situation wie 90. Es sind Restriktionen im Planungsrecht, im Ordnungsrecht, also im Planungsrecht vor allem in der Ausweisung der Gebiete, im Ordnungsrecht mit einem Haufen Vorschriften. Es sind noch andere zusätzlich belastende Momente da, wie beispielsweise Grunderwerbsteuer, die erhöht worden ist. Und lauter so Themen, die sind heute alle sehr schön, finde ich, analytisch gekommen. Und dann sind Rezepte gekommen. Was kann man tun? Es ist ja nicht so, dass jeder rausläuft und sagt, ja, was soll ich jetzt tun? Sondern da wurden ganz konkrete Forderungen aufgestellt in diesen Bereichen. Und Neudenken-Ansätze waren auch da. Zu sagen, wir dürfen nicht nur so additiv wie früher so Einzelhäusle nebeneinander stellen. Wir müssen heute ganz andere qualitative Anforderungen, wir müssen ganz andere Vernetzungsformen. Wir dürfen den ländlichen Raum nicht benachteiligen, denn da sind ja Potenziale da, die müssen wir dann hin zu den Ballungsräumen anlegen, sonst will alles in die Ballungsräume. Also ich fand, es waren viele, viele Ansätze auch für neues Denken drin. Jetzt heute Nachmittag dann wirklich von der Verhaltensbiologie her Ansätze, die man beachten sollte. Das hört sich so selbstverständlich an, aber man hat es eben nicht gemacht in vielen Bereichen. Oder es war ein Architekt da, der ganz interessant modular baut, in kleinen, in verschiedenen Themen, der auch einen tollen Ansatz der Träumerei, wie er gesagt hat, aber so träumerisch war es gar nicht. Er wurde in Teilen sogar realisiert. Also ich fand es ein super interessanter Tag über alle Ebenen hinweg und mit vielen Ansätzen für neues Denken. Eine Frage noch zu den Sparkassen und dem Eigentümern oder dem Bauen. Wie ist da die Lage? Es wird nach wie vor gebaut in großem Stile, auch wenn es eigentlich kaum noch Plätze gibt. Wie ist es? Jetzt, wenn ich die Kreditseite anschaue, wir sind der größte Kreditgeber für privaten Wohnungsbau. Und da haben wir große Steigerungsraten, ja. Aber die sind natürlich bedingt durch Preissteigerungen, auch durch ganz gehörige. Also so richtig arg viel mehr an Einheiten wird im Moment nicht gebaut. Man will deutlich mehr und das geht auch. Wir haben wirklich richtig dick Kapital in der Kundschaft, die würden bauen. Und da sind heute auch Ansätze gekommen, zu sagen, ja, ermöglicht doch mal das flächenmäßig, bietet mal die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, justiert die Fördermöglichkeiten neu. Das sind also viele Ansätze heute da. Wenn die der Staat beherzigt, bin ich überzeugt, können wir relativ schnell deutlich mehr bauen. Das private Kapital ist da. Die Investoren sind da. Wenn man sie nicht verschreckt wie in Berlin oder irgend sowas. Also wenn man es klug macht, kann man das Problem lösen. Da bin ich nicht pessimistisch.